So, da sind wir auch schon jetzt bei der letzten Aufgabe. Die zwei werde ich, vielleicht schaffen wir es auch in der Runde, mal gucken. Aber mit der Vorratslieferung, ich glaube, das gibt keinen. Jedenfalls füge Gegnern nahe Brennpunkten Schaden zu. Das müssen wir definitiv in Solo machen, weil ich denke nicht, dass wir das anders hinkriegen werden. Ihr könnt es natürlich auch in Trio machen, in Duo-Teams. Aber wir machen es jetzt mal Solo, Arena. Versuchen direkt in den Brennpunkt reinzufliegen, in der Hoffnung, dass da auch einer ist. Das Lustige ist, die erste Aufgabe bin ich ja zum Brennpunkt hin, weil die gibt es ja auch wegen den drei Punkten da. Da hätte ich die Aufgabe schon gehabt. Aber so ist halt jetzt Epic Games. Die sagen halt einfach nein, erfülle erst die Aufgabe, damit die andere Aufgabe freigeschaltet ist. So, wenn ich euch damit schon mal helfen konnte, wäre es nett, wenn ihr mir einen Daumen da lassen würdet, einen Kommentar und eventuell sogar ein Abo. Weil jedes Abo gibt euch halt mehr die Chance, den Passive Code zu knacken. Weil ihr seht ja dann automatisch, wenn von mir ein Video hochgeladen wird, auch wenn ihr die Glocke nicht aktiviert habt. Und bei 50 Abonnenten gibt es halt die fünfte Zahl vom Passive Code. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. So. Ich würde sagen, fliegen wir Haunted Hills und probieren da unser Glück. Also wie gesagt, hier diese gelb markierten, das sind die Brennpunkte. Da einfach landen und halt 200 Schaden machen. Wir werden es jetzt einfach mal probieren, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Weil das ist eine Aufgabe, die mag ich eigentlich überhaupt nicht. Obwohl sie eigentlich simpel ist, aber sie kann halt schnell in die Hose gehen, je nachdem wie viele da landen. Wäre jetzt zum Beispiel ein Schiff die Brennpunkt, da wäre da halt die Hölle los. Aber wir fliegen jetzt erstmal zu Haunted Hills, würde ich sagen. Dun, 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 dun. Und vielleicht haben wir sogar Glück und Vorräte landen bei uns. Aber das Problem sind halt die 10 Sekunden, wenn die Vorräte gelandet sind. Weil die sind schnell rum. Aber ich glaube, irgendeiner fliegt schon mit uns. Ich glaube, er ist noch über uns. Aber es könnte natürlich auch alles sein, dass sie Pleasant Park wollen. So. Klar, 200 Schaden ist nicht viel, aber wenn da nur ein Gegner ist und der hat nur 100 Leben, dann sieht es natürlich wieder schwieriger aus. Aber ein Gegner kommt safe mit. Er wird auch vor uns da sein. Geht er auf den Turm oder wo geht er hin? Er geht, oder? Doch. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil da wissen wir schon mal genau, wo er ist. Loot her sieht bis jetzt eigentlich alles gut aus. Ein MP ist immer gut. Oh nein, die ersten sind schon da. Waren das die 200? Hat er 200 Leben gehabt? Ich bezweifle es. 110. Das war ja wieder klar. Und hier ist nur einer gelandet. So, da war aber schon der legendäre Gegenstand, der dritte. Doch, hier ist er. Ist halt die Frage, kommt hier noch einer hin oder nicht? Doch, einer ist hier. Im Prinzip ein Headshot und ich hab's. Da haben wir's. So einfach kann es ablaufen, muss es aber nicht. Nein. Ich wollte gerade sagen. Wenn das jetzt nicht die 200 Leben waren, ey, dann raste ich aus. So, das war easy. Also zwei Aufgaben auf einmal erledigt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Vorräte. Aber ich glaube nicht, dass ich die Vorräte schaffe. Das wäre halt schon Glück. Der müsste ja schon fast vor unserer Nase landen. Also da empfehle ich euch halt wirklich Gruppenkeile. Oder halt Gruppenhilfe eventuell, wenn ihr euch verteilt auf der Map oder so.
Aber in der Regel sehe ich da kaum eine Chance für euch. Dun, 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 dun. Ach, die Kiste ist auch unter mir. Dann, dann haben wir die Aufgabe schon mal geschafft. Und da habe ich gedacht, da muss ich bestimmt mehrere Anläufe nehmen. Aber es ist ja zum Glück gut gegangen. Kann man mein Headset lauter machen? Gerade mal gucken. Ja, wohl eigentlich. Aber vielleicht kommt einer von drüben rüber. Aber ich sehe da nichts Gebautes. Vielleicht können wir uns noch einen Kill abstauben. Aber sieht nicht aus, als wäre da einer. Die Tür ist nämlich noch zu. Die Tür ist zu. Doch, hier war einer. Oder ist noch? Ich sehe keine Bewegung. Ah, doch, da unten. Vielleicht kriegen wir uns angeschlichen. Weil ihr könnt auch abgelenkt sein durchs Gehaue jetzt. Oh Gott, Bauautismus ist da. Wo will er hin? Er baut sich da hoch. Jetzt weiß ich, was hat er? Blue Life? Oh, wo ist er hin? Ach, da ist er. Komm, zeig dich. Zeig dich. Zack. Das tut mir leid für ihn. Aber so ist das Leben. Nein, so ist auch das Leben. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Zone mich nicht killt. Aber ich denke mal. Oh wei. Oh wei. Ach, das sieht schlecht aus. Werden die dann zerstört von der Zone oder wie? Ich denke aber mal, das ist unser sicherer Tod. Vor allem keine Verbände, nichts dabei. Da seht ihr mal wieder einen typischen YouTube-Fail. Aber Hauptsache zwei Aufgaben gemacht. Ich sag dann jetzt schon mal danke fürs Zuschauen, weil selbst ein Loot Lake das Ding werde ich nicht kriegen. Ich kann nur noch Glück haben, einer hat eine Rampe gebaut mit einem Trampo drauf. Aber ansonsten habe ich da keine Chance. Ja, vielleicht schaffe ich es nur in die Top 25. Jetzt müssen nur noch vier sterben. Ja, hier hat auch keiner eine Rampe gebaut. Müsste ich schon jetzt ein Medikit finden. Medikits? Ah, die können uns aber helfen. Nicht aufgeben. Was ist da drin? Komm, wechsel. Ne, jetzt uns nichts. Aber es gibt uns, glaube ich, auch nur 10 Leben. Kommen irgendwie unter die Top 25 retten. Komm, jetzt müssen nur noch 2 Stück sterben. Aber jetzt kriege ich 2 RTX. Ah, komm schon. Ist echt blöd, dass sie nicht ans Blue Life gehen. Sache, hätte ich wenigstens Verbände gefunden, hätte es noch gereicht.
Aber so werde ich es nicht schaffen. Komm, einer noch. Komm. Tatsächlich geschafft. Ach nee. So, ihr habt es ja gesehen. Einfach die goldene Waffe aufheben. In drei verschiedenen Runden. Und halt in die Brennpunkte. Wie gesagt, Brennpunkte sind hier mit dem goldenen Schriftzug. Das sind halt die Brennpunkte. Also in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.